Ja, bei mir geht es ja immer um Manifestation, weil ich weiß, dass wir alles sowieso manifestieren und aus diesem Grund alles so manifestieren können, wie wir es haben wollen. Und es ist so, so wichtig für unseren Verstand, hier dahinter zu schauen, wie die ganze Sache funktioniert, damit unser Denken uns nicht mehr bei der Manifestationsarbeit boykottiert. Und das ist das, was bei den meisten passiert. Deswegen sehen sie ihre Manifestationen nicht sofort, obwohl sie ja eigentlich sofort sichtbar sein können, weil sie sind sofort sichtbar. Ja, warum sind sie sofort sichtbar? Weil alles sofort hier und jetzt zu jeder Zeit immer ist. Neville Goddard sagt, Creation is finished. Also, es heißt, es ist alles schon fertig kreiert, respektive manifestiert. Alles. Alles, was du dir nur vorstellen kannst, existiert hier und jetzt und gleichzeitig. Es ist alles schon da. Es ist wie ein riesengroßes Buffet des Lebens, wo alles aufgebaut ist. Es ist unendlich groß, es ist unendlich lang, es ist unendlich tief und du findest dort alles. Stell dir das so vor. Alles ist da. Alles ist hier und jetzt da. Du hast mit deiner Geburt Zugriff auf alles. Auf alles. Und woher kommt dieser Zugriff? Womit kannst du zugreifen auf alles? Durch deine Aufmerksamkeit, durch deine Vorstellungskraft durch deine Gedanken. Das ist der Zugriff, den du hast. Das ist der Zugriff, mit dem du ausgestattet bist. Nicht mit deinen Händen, nicht mit deinen Augen, die außen sehen, nicht mit deinen Geschmacksnerven, nicht mit deinen Gefühlen, mit nur einzig und allein mit deiner Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, Bewusstsein. Und das muss man sich richtig reinziehen. Was heißt Aufmerksamkeit? Was heißt Bewusstsein? Was heißt das? Es sind zwei Worte, die werden so häufig benutzt. Bewusstseinserweiterung, alles Mögliche, was mit Bewusstsein zu tun hat, höheres Bewusstsein, niedrigeres Bewusstsein. Aber bist du dir bewusst, was Bewusstsein heißt? Woraus Bewusstsein entsteht? Was Bewusstsein wirklich ist, wenn du von Bewusstsein redest? Schreib mal hier in die Kommentare, was ist für dich Bewusstsein? Es interessiert mich brennend, was hier diese verschiedenen Meinungen sind, die hier im Raum sind, weil alle reden von Bewusstsein. Gibt es so viele Bewusstseinscoach, bewusstseinserweiternde Drogen? Es gibt ein höheres, niedrigeres, kleineres, größeres Bewusstsein. Aber was ist Bewusstsein? Was ist es für dich? Wenn du die Möglichkeit hast, hier was in die Kommentare reinzuschreiben, dann mach das bitte. Ich schaue mir das jetzt hier gleich mal auf dem Laptop an, ob ich es da besser lesen kann. Was ist für dich Bewusstsein? Bewusstsein hat so viele Bedeutungen, aber es gibt nur eine richtige Bedeutung. Und diese richtige Bedeutung, wenn du dir der bewusst bist, dann bist du dir auch deiner Kraft und deiner Macht als
Manifestor, und zwar jetzt, hier, sofort, bewusst. So, ich weiß nicht, ob ihr da nicht reinschreiben könnt. Ich sehe jetzt gerade überhaupt niemanden. Ich weiß, dass ganz, ganz viele da sind. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere doch noch einen Input, was für ihn Bewusstsein ist. Ah, hier, vollkommene Anwesenheit mit meiner Wahrnehmung. Aus dem Slawischen heißt es Beleuchtung. Das ist eine tolle, tolle Übersetzung. Beleuchtung. Beleuchtung ist ja auch Aufmerksamkeit. Ja, vollkommen Anwesenheit mit meiner Wahrnehmung. Kannst du denn abwesend sein mit deiner Wahrnehmung? Geht das? Kannst du denn überhaupt einen Moment, eine Situation, eine Millisekunde überhaupt abwesend sein von deinem Bewusstsein? Nein. Weil du bist dir immer einer Sache, einer Welt, einer Realität, eines Gedanken bewusst. Immer. Es gibt keinen Moment, wo du dir nicht bewusst bist. Und das ist so wichtig, weil es gibt so viele spirituelle Lehren, die dann auch sagen, eben ich muss bewusst in die Stille gehen. Ich gehe in die Stille mit meinem Bewusstsein. Und wo ist dann dein Bewusstsein? Es ist in der Stille. Ja, ich gehe in die Stille. Ja, du bist immer dein Bewusstsein. Und das ist so wichtig, dass wir uns wirklich bewusst machen, dass wir sofort und jeden Moment ein Bewusstsein sind. Und gleichzeitig haben wir ein Bewusstsein. Und gleichzeitig, solange wir hier auf Erden sind, verkörpern wir ein Bewusstsein. Und es gibt keinen Moment, keinen einzigen Moment, wo du kein Bewusstsein verkörperst. Kein Bewusstsein bist, kein Bewusstsein hast, dir irgendwie nicht bewusst bist. Du bist dir immer bewusst. Und das ist so, so wichtig, dass sich einfach wirklich so klar zu machen und nicht irgendwie zu meinen, das Bewusstsein ist da außerhalb und mal ist es höher und mal ist es tiefer und mal ist es besser und so weiter und so fort, sondern das Bewusstsein bist immer du. Du bist dir immer einer Sache bewusst und sei es, du bist dir der Stille bewusst, wenn du Vipassana-Meditationen machst oder was auch immer. Aber auch dort bist du immer etwas bewusst. Du bist dir immer irgendetwas bewusst. Und ich möchte es halt nochmal ausweiten, weil es so, so wichtig ist, zu erkennen, wo meine Kraft liegt in meinem Bewusstsein. Und wenn du eine bewusstseinserweiternde Droge oder Ayahuasca oder irgendetwas nimmst, dann bist du immer noch dieses Bewusstsein. Das bist immer noch du. Und deswegen bin ich persönlich überhaupt kein Fan davon, dass ich irgendwelchen Pflanzen oder sonstigen äußeren Umständen erlaube, mein Bewusstsein zu lenken. Und da kommen wir wieder auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Weil wenn du das Bewusstsein bist, dann bist du Chef, Herr deines Bewusstseins, Herr deiner Aufmerksamkeit, Herr dessen, was für dich gerade wahr ist, deiner Wahrnehmung. Du bist Chef deiner Wahrnehmung. Und das ist die geistige Welt. Du bist Chef deiner geistigen Welt. Du bist diese geistige Welt.
Weil geistig ist ja einfach nur das Gegenteil von körperlich, von physisch. Also die geistige Welt, die du eröffnest, die du betrittst, die für dich existiert, ist deine geistige Welt. Und das ist das, was manifestiert. Dein Bewusstsein, dein Geist, deine Vorstellungskraft, deine Gedanken. Das ist der Ursprung deines Seins, deiner Realität. Und das kannst du drehen und wenden, wie du möchtest. Dafür gibt es keine Begründung und es braucht auch überhaupt keine Begründung sein, geben. Es braucht nur dieses Verständnis zu herrschen und zu sagen, wow, okay. Und das ist jeden Moment so, das ist sofort so. Sofort, jetzt, sofort manifestierst du. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, wenn du keine großen Veränderungen in deinem bewussten Sein, in deinem Denken vornimmst, dann ist jetzt fast wie das jetzt andere jetzt. Und das nächste jetzt, sie sind alle super ähnlich. Dein ganzes jetzt, 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 jetzt folgt deinem bewussten Sein. Und was da drin ist in deinem Bewusstsein, das kreiert deine Realität. Und deswegen ist diese Selbsterkenntnis zu erkennen, was es in meinem Bewusstsein drin, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, damit ich verändern kann mein Bewusstsein. Damit ich weiß, warum sind meine ganzen Manifestationen alle ähnlich und warum ändert sich da so schnell nichts? Warum sehe ich im Außen nichts? Obwohl ich ja jetzt jeden Moment manifestiere. Warum sieht alles gleich aus? Weil du in der Wüste im Kreis fährst. Deswegen. In der Wüste deiner Gedanken, wo du keinen Überblick hast, fährt alles einfach im Kreis. Und das zu verstehen, dass hier kein Fehler vorliegt, kein Fehler im Prinzip und dass du auch keinen Fehler machst beim Manifestieren, sondern dass alles perfekt funktioniert, deinem Bewusstsein entsprechend. Und du musst es nicht erweitern, weil es ist unendlich weit. Dein Bewusstsein ist unendlich weit. Du musst es nur klären. Und zwar ausräumen, ausrümpeln von den Dingen, die du nicht haben möchtest. Darum geht es. Weil sonst, jeden Moment zum anderen, ist es einfach ähnlich, ähnlich, ähnlich. Und wie sich die Menschen dir gegenüber verhalten, ist einfach ähnlich, 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 ähnlich. Mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter, aber eigentlich immer noch ähnlich, ähnlich, ähnlich. Und es wird sich nicht ändern, bis du nicht dein Bewusstsein, dein bewusstes Sein, das heißt, was du über dich denkst, wer du bist, dein Sein und was du darüber denkst, was der Rest der Welt für dich für ein Sein hat, in deinem Bewusstsein. That's it. Und was ist dann der Unterschied zwischen Tagträumen, Fantasien und Manifestieren? Weil Fantasien, Träume haben sich bisher nie manifestiert. Das ist eine ganz interessante Frage. Vielen Dank dafür. Fantasien und Tagträume, die sagen ja schon, was es ist. Da ist ein Stempel drauf und heißt, es ist nicht Realität. Das ist nicht Realität. Das sehe ich nicht. Da ist mein Bewusstsein. Das kommt rein und geht raus. Aber das ist nicht real für mich. Ich habe es schon abgestimmt und abgestempelt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die uns übrigens als kleine Kinder schon ausgetrieben wird, aufzuhören zu fantasieren und
realistisch zu sein. Sei mal realistisch. Das heißt, halte dein Bewusstsein in dem, was du kennst, was du gesehen hast, was dir die anderen zeigen, was andere drüber reden. Sei realistisch. Und genau das ist ein ganz, ganz großer Fehler, weil als Kind bist du eben genau in diesen Fantasien drin. Du lebst in deiner Fantasiewelt und du lebst dann noch voll in der Welt, die sich für dich großartig erscheint. Und zwar so lange, bis Menschen ohne dein Wissen in dein Bewusstsein Sachen reingetan haben und gesagt haben, die müssen da rein, weil sie in ihrem Bewusstsein ist. Und dann haben sie das da alles in dein Bewusstsein reingepflanzt. So funktioniert es einfach, um es zu verstehen, was wir von der Umwelt, von unserem Umfeld, von unseren Eltern übernehmen. In dem Moment, wo unser Bewusstsein uneingeschränkt ist, wo wir voll mit Träumen und mit Fantasien sind, werden da diese Sachen eingepflanzt, von denen wir gar nicht wissen, dass wir nicht davon mehr wollen. Es kommt einfach da rein und da rein und da rein und irgendwann mal ist das Bewusstsein von unserem System, von unserer Gesellschaft plötzlich in uns. Und es ist dann da drin. Und das einfach nur zu verstehen und zu sagen, okay, so funktioniert es also. Aber jetzt habe ich mein großes Erwachen, weil ich verstanden habe, dass mein Bewusstsein manifestiert. Und ich nehme es absolut hundertprozentig zur Kenntnis, dass es einfach so passiert ist, weil es das Spiel des Lebens ist. Zuerst komme ich mit reinstem Bewusstsein hier und her und dann füllt sich mein engeres, näheres Bewusstsein, meine Aufmerksamkeit mit den Dingen, die halt alle anderen so sehen, unser kollektives Bewusstsein. Und meine Aufgabe ist es hier zu erkennen, wieso das jetzt so ist. Und das erkenne ich eben leider Gottes durch Schmerz, ja. Ihr kennt es durch Schmerz. Ihr seid alle hier, weil ihr einen gewissen Schmerzgrad erreicht habt und aber wisst, doch ganz, ganz tief in euch drin wisst, ja, ich kann ja das manifestieren, was ich will und was mir nicht schmerzt und das, was mir Freude bereitet und so weiter und so fort. Deswegen seid ihr hier. Deswegen seid ihr quasi schon erwacht aus dem Traum der Ausgeliefertheit, aus dem Traum der Unfähigkeit, aus dem Traum des Körpers in das große Bewusstsein des Geistes, um das so zu nutzen, dass die Dinge sich so manifestieren, wie sie sich gehören, sage ich jetzt mal, wie sie sich wirklich gehören. Es gehört sich, dass ich glücklich bin. Es gehört sich, dass ich gesund bin. Es gehört sich, dass ich versorgt bin mit allem, was ich brauche, was ich mir nur vorstelle. Es gehört sich. Es gehört sich. Das ist Realität. Es gehört sich, weil ich bin unendliches Bewusstsein. Ich habe unendliche Möglichkeiten. Ich habe alles, steht mir zur Verfügung. Und genau aus diesem Moment, aus diesem Grund ist es so wichtig, dass ich mir das immer wieder klar mache, wer ich wirklich bin und dass ich mir immer wieder klar mache, wie Bewusstsein funktioniert. So, und jetzt sind wir hier im Bewusstsein. Da, wo du sitzt, bist du dir deines Seins bewusst. Du bist dir bewusst, wer du gerade bist. Du bist dir bewusst, was gerade wichtig ist für dich. Du bist dir bewusst, was gerade fehlt. Und du bist dir aber auch bewusst, was gerade da ist. Und es ist so eine ganz, ganz wichtige Frage, sich immer wieder die Frage zu stellen,
was ist gerade hier? Wer bin ich gerade hier in diesem Moment? Was mache ich denn gerade? Was mache ich denn gerade hier? Jetzt muss ich das nochmal hier. So, was mache ich denn gerade hier? Ich stelle mir die Frage, wie kann ich sofort die Dinge manifestieren, die ich haben will? Und was wollen wir alle sofort haben? Das sind drei Sachen. Ich will sofort alles Geld der Welt. Ah nee, nicht alles Geld der Welt. Es reicht mir das und das und das. Aber in deinem Bewusstsein ist hier und jetzt sofort alles Geld der Welt. Alles Geld der Welt ist jetzt hier. Warum willst du ein kleines Stück abschneiden, wenn in deinem Bewusstsein alles Geld der Welt sein kann? So, was willst du noch? Gesundheit. Alle Gesundheit der Welt kann hier und jetzt in deinem Bewusstsein sein. Und das dritte ist, ich will geliebt werden. Ich will alle Liebe der Welt jetzt und hier sofort manifestieren. Und jetzt komm bitte zurück und sage, okay, ich bin dabei. Ich bin dabei. Wenn ich alles bin, wenn ich das ganze Bewusstsein bin, hier und jetzt und das ganze Bewusstsein in mir trage, habe, warum soll ich nicht alles wollen? Warum soll ich nicht alles wollen? Warum soll ich nur ein Stückchen wollen? Weil ich muss ja teilen. Ich muss ja teilen. Es gibt ja so viele Menschen hier auf der Welt und ich kann doch nicht alles für mich beanspruchen. Ich muss doch mit den anderen teilen. Aber was ist denn jetzt, wenn ja jeder das ganze Bewusstsein zu seiner eigenen Verfügung hat? Jeder. Weil für jeden funktioniert es gleich. Jeder ist das komplette Bewusstsein. Hier, hat alles zur Verfügung. In unendlichem Ausmaß. Alles. Wir wissen nicht mal, wie viel alles ist. Aber darauf kommt es gar nicht drauf an, sondern es kommt drauf an, dass ich mir erlaube, alles zu wollen. Alles. In mein Bewusstsein. In mein Bewusstsein zu erlauben. Alles. Mir alles in meinem Bewusstsein zu erlauben. Und nicht nur einen kleinen Teil. Also, nochmal. Erlaubst du dir, alles Geld dieser Welt in dein Bewusstsein zu holen, hier und jetzt? Okay, ja. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Einfach, indem ich meinen Fokus, mein Gedanke, mein Kommando dahin lenke und sage, mein Bewusstsein beinhaltet hier und jetzt alles Geld der Welt. Alles Geld der Welt. Weil hier und jetzt sofort in diesem Moment ist es das Einzige, was ich denken kann. Das Einzige. Alles Geld der Welt ist in meinem Bewusstsein. Jetzt ist es hier. Es ist hier. Es ist jetzt hier für dich sofort in deinem Bewusstsein. Es fehlt nichts. Alles Geld der Welt ist jetzt hier in deinem Bewusstsein gesammelt. Und du musst es nicht teilen, weil ich habe es für mich auch hier jetzt in meinem Bewusstsein gesammelt. Es ist da. Es ist da. Und das ist mal so ein unglaublich wichtiger Fakt, dass ich sagen kann, wow, in diesem jetzigen Moment kann ich alles Geld der Welt in mein Bewusstsein holen. Und ich muss mir nicht mal ein Bild dazu machen. Ich muss mir nicht mal eine Summe dazu machen.
Ich muss mir nicht mal ein Ausmaß dazu machen, sondern es genügt, wenn ich mir der Kraft und Macht bewusst bin, in dem Moment, wo ich diese Sache in mein Bewusstsein hole, ist sie da. Und genauso können wir das eben machen mit Gesundheit. In diesem Moment ist komplette Gesundheit von mir, von allen Menschen, von allen Tieren, von dem ganzen Leben, von diesem ganzen Planet in meinem Bewusstsein. Jetzt ist es hier, in meinem Bewusstsein. Und es ist riesengroß. Es ist riesengroß, was in dein Bewusstsein ist, die Unendlichkeit aller Dinge vereint. Und jetzt komme ich zu dem, was die meisten von euch hier gerade so sehr interessiert ist. Wie bringe ich meine spezielle, bestimmte Person in mein Bewusstsein? Jetzt, Achtung! Deine spezielle Person ist hier und jetzt in deinem Bewusstsein. Sie ist da. Diese spezielle Person ist hier und jetzt da. Und das ist so genial, weil es geht mit einem Fingerschnipp sofort. Und wenn du jetzt ehrlich bist, ist deine spezielle Person die ganze Zeit in deinem Bewusstsein. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Du denkst an sie, zack, ist er sie da. Person ist hier, Person ist hier, jetzt sofort in deinem Bewusstsein.